Schön, dass ihr da seid und danke fürs Einschalten. Ja, in der letzten Folge bin ich ein bisschen wütend geworden. Für mich ist das nur ein paar Minuten her. Und werde mich jetzt mal kurz im Hub umschauen. Ich möchte da mal kurz mit den Leuten reden. Reisen. Ja. Einfach mal kurz was anderes sehen, als den Typen, der mir die ganze Zeit auf die Fresse gibt. Oh, I see you've just arrived. Welcome to the Roundtable Hold. I'm Corin, a man of the cloth. I teach incantations, the strength granted us by the two fingers, and explore the secrets of the Golden Order, so that one day, if a tarnished of the Round Table Hold should become Elden Lord, I might counsel them, ensuring order regains its proper form, writing rule over men. By the way, do you still see it? The guidance of grace. Ich sehe alles. Wonderful news. Most tarnished are blind to it these days. You are something of a rare breed. Well, what do you say? Care to learn an incantation of the two fingers? Anrufung studieren. Ah, okay, der bringt mir halt. Okay. Thorsten, willkommen zurück. Ja, du hast einen Rage verpasst, glaube ich. Ich wurde sehr laut. Hab einmal auf den Tisch gehauen. Dann ist mein Saft nicht umgefallen, aber es ist was raus und dann musste ich jetzt abtrocknen und nein, der kleine Boss, der lebt noch. Also, lebt der kleine Boss noch? Ja, er lebt noch so rum. Gut, der bringt mir hier ein bisschen Heilungszeug bei, was natürlich auch sehr nützlich sein kann. Das werde ich im Hinterkopf behalten. Passt. Was kannst du mir sagen? You must be new here. Ja. Well, just call me Dialos. The honor of one's house holds little import in these lands. By the way, have you met a young woman named Lanya on your travels? She's my servant, but fickle as the wind. Take your eyes off her for but a moment and she's good as gone. If you find her, please be sure to tell me. Ja, werde ich sagen. Ja, okay. Was sagst du so? Oh, this is a rare occasion. I can't remember the last time a new tarnished made their way to the round table. Very well. As your senior, I bid you welcome. It is safe here. You may let down your guard. Allow me a word of advice, as your senior. You are a mere visitor to the Round Table, nothing more. A house guest, yet to earn their keep. Remember your place, newcomer. Okay. There's nothing left to say. Be at your leisure. There's nothing left to say. Okay. Tür ist blockiert. Oh, wer bist du? Mehr nicht? Okay. Langperle. Runenbogen gewährt bei Verwendung den Segen einer ausgerüsteten großen Rune. Weißer Losungsring ermittelt bei Invasion die Hilfe eines Jägers, antwortet auf einen Hilferuf von Jägern, dann ein paar Waffen, Rüstung, nimmt Gestalt als Gast an.
als Wirt. Fingersiegel, heiliges Siegel. Schlagwaffe. Okay. Entschuldigung, waren das eure Bücher? Sorry. Spying? Spying? Was? Greetings, great champion called by grace. I am Fia. Hi, Fia. Circumstances have compelled my stay at the Round Table Hold. Great champion, would you allow me to hold you? But briefly, perhaps you might share with me some of your lively vigor and your stout-heartedness. Doing so will grant me the warmth of a champion. Ja. I am sure we'll bear a Baldekin's blessing. Do you think it vulgar, perhaps? Where I come from, it is a sacred act. Ah, my thanks, great champion. Spring? Also Spring. You are very warm. Segen des Firmaments. What you felt light up inside you was a Baldekin's blessing. Though it is but a fleeting thing, I am afraid. Come back to me, should you require another. I will take you in my arms as often as you need. Oh, das hätte ich vorhin auch brauchen können, als ich in Rage war. Eine nette Umarmung. So, und was bringt mir dieser Segen? Sehe ich das irgendwo? Ist das ein... Ah, hier. Verbraucht FP erhöht kurz das Gleichgewicht. Aha. Ach, Charakteranpassung, okay. Achso, hier brauche ich wieder so einen Stein, okay. Steinschlüssel. So, und der Thorsten meinte, ich soll da vorne runterspringen. Oh, warte mal, kann ich... Well, I took you for dead. No matter, it's all the same. Lay out your arms, then. Ich habe nur einen. Ich dachte, ich hätte mehr gefunden. So, und du meinst, ich soll da runterhüpfen? Ich dachte, wir sind hier im Frieden. Echt jetzt? wow. Beine Backe.
Nee, ich will jetzt nicht wieder gegen irgendeinen Typen kämpfen hier. Nein. Versuche ich mich nochmal an dem Boss oder gucke ich mich einfach mal nochmal ein bisschen hier um? Mal hier runter nach Süden gehen. Vom Drachen verbrannte Ruinen. Ha, da könnte es noch was Spannendes geben. Komm, da gucken wir mal hin. Schauen wir mal in die Ruinen vom Drachen. Wie befülle ich denn diesen Beutel? Kann mir das einer mal kurz bitte sagen, weil ich möchte gerne mein Pferdchen dahin haben. Ist es das? Ne, das sind Talismane. Hier drüben. Nee, da kann ich nichts machen. Ah, guck mal. Okay, nice, so. Ah, die sind ja easy. Habt ihr was gedroppt? Nee. So, das sind die Ruinen. Schauen wir mal. Nein. Ach, warum säuft er denn? Nein, was? So. Ach, zweimal gesoffen, unnötigerweise. Ein Hundi. Der sieht sogar relativ freundlich aus. Hey! Ey, der lebt ja noch. Na, so freundlich sind die Hundis doch nicht. Wow, jetzt habe ich noch... Jetzt habe ich kein Gesöff mehr. Super. Das hat ja hervorragend funktioniert. Steinschwertschlüssel, nice. Das ist ganz gut.
Die sind auch noch so dreckig getarnt, die Hundis hier in dem grauen Umfeld. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass da unten eine Gnade ist. Nee, aber ein Haufen Ratten. Oh, ich habe eine Heilung zurückbekommen, weil ich eine Gruppe Gegner getötet habe. Nice. Nee. Da gar nichts drin? Hä? Bin verwirrt. Was macht der Nebel mit mir? Jetzt bleibe ich drin stehen. Gefangen in einer Transporterfalle. What? Gravitationssteinfächer. Oh, okay. Oh, was seid ihr denn? Komme ich hier jetzt nicht mehr wieder raus, oder was? Wie viele Seelen habe ich? 500. Oh Gott. Okay. Gut. Oh Mann. Nein, was? Ich... Nee, ich kann doch... Nee, warum kann ich nicht reisen? Oh, das ist doch jetzt eine Schweinerei. Och Mann. So ging's dir auch.
Okay. Dafür gibt's hier einige Schmiedesteine. Wow. Ach, guck mal, eine Gnade. Wollenes Fett. Holy, wo bin ich? Okay. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das alles nicht so irgendwie keinen Wert hat. Also da muss ich mir jetzt auf jeden Fall eine Markierung draufsetzen. Die habe ich noch nicht abgeschlossen. Ah, ich habe das Gefühl, ich sollte zum Boss gehen. Da geht's hier über die Brücke. Ja, komm, ich guck mal hier ein bisschen mich um noch. Wo ist denn der Typ mit seinem... Der Baumtyp. Ist er weg? Ist wohl weg. Der ist bestimmt in der Höhle. Die er eigentlich... Doch gewusst, dass ich da was gesehen habe. Wie bitte? Ach, schon wieder so ein Invasionsboy, ey, komm. Und wo ist der Schlüsseldinger für den Eingang? Alter. Oh, wie ich sie hasse. Warum muss es sie hier auch geben, Mann? Das ist doch... Gut, dann gehen wir halt nicht darunter. Alles in diesem Spiel will mich gerade ärgern. Gehe ich halt nicht darunter, Mann. Wow! What the fuck? Ah. Oh, was sind das? Wie viel Schaden mache ich euch?
Hoppla. Nice. Kann man mal machen. Die geben 1000 Runen. Refugiumstein. Diese dämlichen Ziegen mich auch angreifen wollen. Oder Schafe. Schafe sind doch eigentlich ganz liebe Viecher. Warum darf ich hier nicht auf die Map gucken? Ah, so. Hoppala. Na ja, gut, wir sind ja hier in Elden Ring. Ist das ne irgendwas Spannendes? Nee, sieht nicht so aus. Nee, 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 nicht festklemmen, nicht festklemmen. Einen Schild. Oh, eine Gnade. Kann ich nochmal Level nehmen? Mittlerweile brauche ich viel, ne? 2800 pro Level. Hi, wer bist du denn? Does your faith in the guidance of grace hold firm, despite the collapse of the Golden Order? Yes, you're a Tarnished through and through. Takes me back. But that's a quality needed now more than ever. Any interest in bearing the torch of my battle arts? All I know is the sword. Picked up a fair few tricks in my time, too. Now's the time to pass them on. To a good and proper tarnished. Ja. Okay. Ah, guck mal. Parade. Wait. Aber Parade kann ich doch eigentlich mit Schilden schon. Kriegsgebrüll. Das ist doch die ganz normale Parade. Verstehe ich jetzt nicht ganz.
Gibt's dann auch Schilde, die keine Parade können? Faustschildparade. Ja, okay, dann gibt's Schilde, die mit denen geht das nicht. Da muss man dann eine drauf machen. Okay, hier haben wir noch eine Gnade gefunden. Nee, also eigentlich bin ich schon versucht, nochmal da reinzugehen. Okay. Ich versuche ruhig zu bleiben. Okay? Okay. Gut. Okay. Alles gut. Alles gut. Hallo, bitte? Ich verstehe es nicht. Warum macht er da keinen kritischen manchmal? Hallo, kritisch, danke. Ja, wäre eh durch gewesen, einen Haltrang. Ah, schwierig. Hallo? Warum? Ach, es ist so ärgerlich. Und hier ist auch, das ist so dumm. Ah, okay, da kann ich durchrollen. Naja, immerhin.
Ah. Ah. Nein, scheiße. Ach komm. Aber das war schon mal ein bisschen besser. Nur, ja, schon wieder, wie war es, zweimal keinen kritischen Treffer bekommen? Oder dreimal sogar? Ja, warum auch immer. Ich stehe genau an der Stelle, schlage zu. Interessiert das Spiel nicht. Auch da. Und schon wieder hätte ich gefühlt eigentlich einen Down kriegen müssen. Hallo, kritischer, danke. Mein Gott. Nein. Okay, das war der beste Versuch bisher. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Habe ich irgendwelche... Moment, ich kann doch noch ein Amulett anlegen, oder? Habe ich nicht noch eins gekriegt? Ja, guck mal. Resistenz gegen Feuerschaden. Das hilft mir ja hier sogar. Nice. Ich krieg den kritischen nicht, ne? Es ist unglaublich. Ach, er rennt halt auch nicht los. Er rennt halt auch nicht los. Braucht 10 Jahre, um aus der Rolle in die Richtung weiter zu rennen, in die ich laufen will, weil er sich erstmal nochmal um 180 Grad Richtung Gegner dreht. Klar, was ja auch irgendwo Sinn macht, weil ich ja in die Richtung die Kamera habe, aber naja. Ich muss gefühlt zu lange auf B drücken, bis er losrennt. Es dauert immer eine halbe Ewigkeit. Das war aber auch schon in Dark Souls so.
Mach doch den kritischen. Danke. Wichtig an der Stelle. Mach doch, mach bitte, mach bitte. Es ist so scheiße. Es ist so scheiße. Ah. Na, Fluch. Ah, Mist. Ja, scheiße. Dass der Schlag nicht getroffen hat, war ärgerlich. Dass da irgendwie die Hitbox sonst wo war, keine Ahnung, verstehe ich jetzt gerade nicht ganz, wo ich da hingeschlagen habe. Ah, das war so eine gute erste Hälfte. Das war so eine gute erste Hälfte und dann... landet der wichtige Treffer von mir, landet nicht. Hallo, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Mist. Fuck, was? Okay, er macht einfach zwei Drittel, drei Viertel Schaden. Hallo, mach doch den kritischen. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht.
Hallo! Hallo! Das ist so ein Scheiß! Jetzt danke, endlich. Der dritte funktioniert dann. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Verflucht. Ah. Ja, die erste Phase ist mittlerweile schon relativ gut, aber es... Dass ich einfach diesen kritischen Schlag nicht treffe, wenn seine Position irgendwie minimal abweicht. Von, wenn wir einen höheren Höhenunterschied haben oder... Ja, und dass hier auch immer gleich zwei treffen müssen, ist ziemlich nervig. Wie, was ist das denn jetzt? Das kann ich wieder, das kann ich aufhören, weil irgendwas ist seltsam jetzt gerade. Okay, das hätte eigentlich ein Stun sein müssen. Ja, danke. Warum? Mach doch den kritischen. Es darf doch nicht wahr sein. Hallo? Danke. Ah, die Reichweite ist einfach so krass. Ey, war... Dass das keinen Stun gegeben hat, war jetzt ein bisschen schade. Weiß nicht, wie oft ich ihn noch treffen muss. Wahrscheinlich habe ich zu lang gebraucht für den nächsten Damage.
Na, hau ihn. Oh, nice. Komm schon. Ja. Endlich. Ah. Oh. Danke, Thorsten. Sival, danke. Puh. Was ist jetzt los? Große Runen. Moin Julius, hi und easy peasy. So easy war es heute nicht, ey. Ich hab schon Getränke ausgekippt und Controller auf den Tisch gehauen. Ich hatte wieder so einen Gorilla-Affen-Schimpansen-Moment. Die großen Runen, die ihr durch einen Sieg über Fragmentträger erhaltet, haben ihre Kräfte verloren. Ihr könnt diese jedoch in heiligen Türmen im Zwischenland wiederherstellen. Lest die Beschreibung einer großen Rune, um herauszufinden, welchen heiligen Turm ihr besuchen müsst. Godriks große Rune. Echo des Verpflanzten. Moment, erstmal leveln. Okay, also ein bisschen gehen wir mal hier auf. Bisschen mehr Leben wäre schon gut. Komm, alles ins Leben. Passt. Okay. Geht hier noch irgendwas oder ist hier Ende? Ne, hier ist Ende, ne? Ja, das ist die Boss-Arena. Aber, also, ich muss schon sagen, der Kampf und der Gegner ist ziemlich cool. Es gab ein paar Sachen, die mich halt aufgeregt haben, so wenn mein kritischer Angriff nicht getroffen hat oder so. Die zweite Phase war ein bisschen nervig, aber dass er sich den Kopf abreißt und dann an seinen Arm macht und, ach, schon geil gemacht, hä. So, bist du ein Gegner? Nee. Pathetic excuse for a lord you were. Craven to the bone. Pushing me about like that. And after all that grafting, where did that get you? Look down on me, would ya? Godric, you filthy slug. Feel it. Feel it. Feel my bloody wrath. Oh. Hello there. This weasel was... Godric was always looking down on me. He got what he bloody deserved, thanks to you. I tell you though, what goes around comes around. He had an ugly heart, an uglier countenance, and met the ugliest of ends, eh? Geiler Typ. Ah, großartig. Ich feiere ihn. So. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Such den heiligen Turm von Limgrave auf, jenseits der großen Brücke von Schloss Sturmschleier. Wird wahrscheinlich das hier sein. Schätze ich mal. Ah. Okay. Wieso darf ich nicht hauen? Okay.
was ist das hier? Hier darf ich wieder hauen. Okay, keine Ahnung, warum ich da nicht hauen durfte. Ein paar Frame Drops. Shabiri-Traube. Jungfer, teure Jungfer, wo seid ihr? Bitte nehmt meine Trauben. Thorsten sagt, wirk zu den Trauben. Nee, Inventar. Wo sind sie? Hä? Da. Vergilbender und triefender Augapfel eines Kranken. Shabriri-Traube, okay, alles klar, bist du Shabriri und das waren deine Trauben, oder wie? Oh Mann. Liurnia, das Seenland. Moment. Such den heiligen Turm von Lingrath auf, jenseits der großen Brücke von Schloss Sturmschleier. Also, ich könnte mir auch vorstellen, dass es der Turm ist, weil da ist eine Brücke. Hier. Und der Turm ist jenseits der Brücke vom Schloss. Aber das ist keine große Brücke. Ich hätte jetzt gesagt, das ist eine große Brücke und da ist ein Turm. Ah, wie schön dieses Spiel einfach ist, ne? Wie geil das hier alles aussieht und dann musst du wohl suchen, ja. Okay. Geht. Alles easy. Ah, nee. Das wird da sein, der Turm. Okay, verstehe. Passt. Das ist er. Na, dann gehen wir da mal hin.
Das ist jetzt aber minimal schlecht. Nee, ist es nicht. Ich bin mir jetzt... Der Charakter sieht auch geil aus mit dem Hundekopf oder Wolfskopf. Bin mir jetzt nicht sicher, ich denke, ich sollte hier irgendwie oben drauf kommen. Das heißt, ich sollte irgendwie da hinkommen. Waldturm. Gehen wir mal lieber zum Waldturm. Vielleicht gibt es da irgendwie eine Möglichkeit. Nochmal nach oben vielleicht. Ich war ja oben nicht weitergegangen. Aber hier war nichts mehr, ne? Ja, das denke ich mir, dass es in der Burg noch einiges gibt. Ist auch so geil gemacht hier gerade. Danke für den Hinweis, Julius. Dankeschön. Nice. Gute Idee. Oh, hi. Dich habe ich ganz übersehen. Und ich vergesse auch so ein bisschen, dass ich hier ja solche Dinge tun kann. Ja, durchs Haupttor will ich jetzt eigentlich nicht unbedingt. Ich guck mal, was hier unten geht. Steinschwertschlüssel. Geil. Ah, guck mal. Oh, nee. Ach, du bist auch noch ein feuerspeiender Vogel. Mein Gott, bist du nervig. Danke. Eigentlich will ich ja darüber. Aber... Boah, ist das geil, ey. Das ist... So ganz anders vom Erkunden her.
Nee, ihr habt mich jetzt gesehen, oder was? Oh, verdammte Axt. Wollte ich eigentlich vermeiden. Ah, eine Leiter nach oben. Okay. Ah, ihr seid beides Armbruster. Okay, passt. Ja, dann gehen wir mal die Leiter hoch. Schauen wir mal, ob es da irgendwo weitergeht. Ungefähr in die Richtung. Ich bezweifle es. Hier oben sind nur Vögel. Und der Baum sieht auch so geil aus, ne? Oh, hi! Ist das euer Nest? Klauentalisman. Nun, da komme ich wohl nicht rüber. Aber Loot ist da auch keiner. So, und ich möchte aber nach da. Ah. Das nützt nichts, da runter zu hüpfen. Ihr lasst mich aber halt auch gnadenlos suchen, ne? Das. Ich find's gut. Aber irgendwie ist es halt auch so. Macht euch das Spaß, mir jetzt hier mal im Suchen zuzuschauen? Also, es hängt ganz an euch. Ich suche gerne, ich habe damit kein Problem. Aber ich frage mich immer, ist das. Wollt ihr das sehen? Such. Wir haben auch gesucht. Ja, okay. Das da unten ist der. Geht's zu der Spinne? Zu früh. Hat nicht geklappt. Oh, 4000. 4000. Ah, da komme ich nicht mehr hin. Da, bis ich da bin, boah, keine Ahnung. Ich weiß nicht mal mehr genau, wo ich lang gelaufen bin. Nach oben. Ich bin nach oben gelaufen. Hier nach oben. Aber nach oben fand ich jetzt nicht so den guten Weg. Ich laufe unten. Ich gehe mal nach unten. Das Springen, wenn man Hebel aktivieren will, Loot sammeln will. Erst einmal. Hopp. Das ist Ehrerbietung, nennt sich das. So, nehme ich es jetzt einmal doch mit dir auf. Hoppala. Wow! Ganz schöne Sackspinne, ey. Allein für die Quest von der Lady ist das doch. Oder die wollte irgendwas mit der Puppe haben. Ich habe ja das Puppending jetzt. Ich weiß nicht, ob ich da dieses Spinnenwesen für killen muss, aber ich würde es gerne probieren. Zum Parieren schlägt das Ding mir viel zu schnell zu und hat zu viele Waffen. Und da liegt eh nichts, ne?
Ey. Au. Hau sie doch. Alter. Sie hat aber auch ein Angriffsmuster, ey. Das gibt's doch nicht. Dass sie genau in den Momenten immer... An so einer dämlichen Pissnelke wieder. Na, Mist. Und eine Reichweite des Todes. Beyblade, Beyblade, du bist ein dreckiger Mistgegner. Also ohne Scheiß. Okay, bleib ruhig. Ruhig bleiben. Diese ständige, traurige Musik, die hier läuft, macht mich auch nicht irgendwie... Alles gut. Das war kein Treffer. Nee, ach komm. So knapp schon wieder. Das gibt's doch nicht. Zweimal jetzt so knapp draufgegangen an dem Scheißvieh. Ich will sie killen. Irgendwie habe ich das Gefühl, keine Ahnung, dass sie was droppt vielleicht oder irgendwie. Das, ich habe das Gefühl, die ist wichtig. Oh!
Alter, nee, echt. Es... Okay, weißt du was? Scheiß drauf. Ich komm nochmal wieder, wenn ich sie one-hitte. Die merke ich mir. Ich komm hier in das Schloss nochmal wieder, wenn ich alles one-hitte. Und dann räumen wir hier auf. Aber jetzt wollen wir einfach vorbei. Warte mal, hier war doch... Was mache ich denn für einen Scheiß? Hier war doch eine Gnade irgendwo in der Nähe. Ich muss ja nicht hier sonst wohin laufen. Ey, Vögelchen, nee. Die sind so scheiße, ne? Die sind so scheiße, diese dämlichen Vögel. Die ziehen sich wahrscheinlich durch das ganze Spiel durch. Jetzt warte mal, da war doch... Ich will doch nur dahin. Oh Mann. War das die? Ja, ne? Sind die nervig? Komm hier runter jetzt. Nee. Scheiß drauf. Ich werde jetzt hier nicht gegen einen Vogel und einen... Ach, guck mal, hier komme ich hier raus. Ja, wow. Das bringt mir halt auch nichts. Ich muss doch irgendwo oben entlang. Scheiß Vogelmann! Dummer Vogel. Okay, das bringt mir also nichts, dort lang zu gehen. Langsam regt mich auch diese Musik auf. Ist ja gut.
Wie jetzt zu diesem Turm? Aber da komme ich doch gar nicht lang, wenn ich oben drüber reite. Die ist ja teilweise super weit, diese Löcher, die hier drin sind. Oder? Schwer zu erkennen. Und was zum Geier bist du? Ich will nur die Brücke entlang. Was ist das hier? Invasion. Oh. Nee. Warum muss es euch Idioten in diesem Spiel geben? Warum? Das ist doch, also das ist wirklich unnötig, dass der Scheiß hier auch drin sein muss. Das ist, ach Mann. Das ist einfach nicht cool. Das ist einfach nur Scheiße, um ehrlich zu sein. Also die finde ich, die fand ich schon von Anfang an kacke und die sind immer noch kacke. Welchen Nutzen? Was soll das? Ja, geh wieder nach Hause, Henricus. Wie bitte? Ich hab doch einen Doppelsprung gemacht. Was war das denn? Funktioniert der Doppelsprung hier nicht so? LOL, wie assi ist das denn? Das ist kein echter Doppelsprung. Der geht nur nach oben, nicht nach unten. Wer bist du? Oh, hier sind zwei von euch. Naja, dann lassen wir es mal lieber. Bei dem war ich schon. So, Wölfe gibt's hier auch. Jetzt komme ich ja wieder in die Ecke, bei der ich nicht runterkomme. Ja, da kann ich niemals mit dem Pferd springen, oder? Nee, so weit springt das nicht. Hä, hier hat's jetzt funktioniert? Okay. Wer bist du denn? Oder wer seid ihr? Okay, also hier muss ich irgendwo hoch. Nee, das macht auch keinen Sinn. Da oben ist doch wieder voll die Weite.
Voll das weite Loch und dahinter auch. Wie komme ich denn da hin? Oh, okay. Nett, der steht auf. Lanzentalisman. Ich will eigentlich gar nichts von dir. Warum bist denn du jetzt massig auf mich? Und warum hast du nur ein halbes Leben? Okay. Also ich würde eigentlich sagen, dass diese Sprünge hier zu weit sind, dass ich die nicht machen kann. Dann würde ich vermuten, dass ich vielleicht da unten irgendwie reinkomme, weil da sind ja auch Bäume und so. Komme ich da runter? Sehe ich irgendwie nicht. Wer bist du? Wer seid ihr? Ihr seid Gegner. Ah, Mist. Das hatte ich mir anders vorgestellt. Hier drüben geht's halt noch rüber, ne? Aber ich traue mich jetzt nicht mehr mit dem Pferd da runter zu hüpfen. Habe ich's nur falsch gemacht oder geht's tatsächlich ab einer gewissen Höhe nicht mehr? Ah, okay, dann ist das okay. Abscheulich, okay. Ruhestätte wurde entweiht.
Kommen wir später zurück. Ich will jetzt dieses Ding finden. Help me, I'm stuck. Hello? Oh, my stars. I'm so happy to see you. I am Alexander, also known as the Iron Fist. And as you can see, I'm stuck here. Please. Can you help me out of this? Ja, sicher. My thanks, a thousand thanks. Just du bist zwar einfach nur ein Behälter mit Armen, aber and I'll pop clean out, I'm sure. Don't dally. There's no need to fret. I'm very well trained. Give it your all, I say. Ich soll dir einen Klaps geben. Also so Vollgas. Stop now, friend. And just keep clobbering away at the old behind. Put those doubts to rest. I'll be just fine. I'm very well trained. Give it your all, I say. Okay. Ah. Well played, good sir. Well played. Though that mighty wallop of yours almost spelt the end of me. Well, I'm out now, and that's what counts. Ja, gut. Thank you. And as a token of my appreciation, I'd like you to have this. Besseres Fleisch. Once again, the pleasure is mine. Kriegergefäß namens Alexander. Eisenfaust Alexander, um genau zu sein. Ich bin auf dem Weg nach Osten, wo ich meine Ausbildung in den Kriegskünsten fortsetzen will. Jenseits dieser Lande liegt die blutrote und durch die Fäule gezeichnete Wildnis von Kellet. Dieser schöne Schloss Rotmähne. Dort feiern sie gerade ein Fest für Kämpfer. Okay. Ja. Passt. Was ist er eigentlich? Ein Kürbiskopf? Bist du nun so ein Halbboss oder irgendwas? Kriegst du eine große Lebensleiste gleich, oder? Wie machen wir das? Das war jetzt leichter als gedacht. Ich dachte, hier passiert irgendwas Heftiges, aber der war schnell erledigt. Ja, da oben kann ich niemals drüber hüpfen. Aber da unten geht auf jeden Fall ein bisschen was.
komme ich da hin? Irgend so eine dämliche Teleport-Schachtel oder sowas. Vielleicht. Da hinten ist auch noch was. Da vielleicht. Oh. Mal kurz gucken, wie ich dorthin kommen würde. Dann gucke ich jetzt erstmal nach da hinten. There's no mistake, is there? Death has left its mark once again. Hi, und du? Ah, a tarnished are you? I'm known as D. D. I hunt down those who live in death and weed their death root. Heed my warning. The village here has been touched by death. And worse yet, it is home to a mariner. If you value your life, then go no further. The village here has been touched by death. Turn back while you still can. Was? The village here has been touched. Laber keinen Unsinn. Also ja, mag sein, aber... Ich reite doch einfach dran vorbei. Da kommen wir später nochmal hin zurück. Ich will ja erstmal hier... hier oben hingucken. Ob ich hier eine Möglichkeit habe, mich irgendwie zu diesem... umzubringen. What the freak? Okay. Muss echt sein, ne? Muss echt sein. Ach, Mann, nee, kein Bock, ey. Die Dinger sind doch scheiße, alle miteinander. Was willst du von mir? Ganz ehrlich. Was soll der Mist? Jetzt komme ich, glaube ich, bei der Gnade hier raus, ne? Hoffe ich jedenfalls. Handbuch des nomadischen Kriegers. Handbuch 3 des Missionars.
Ah. Mist. Also von hier aus auch nicht. Darf ich wieder nicht reisen? Was ist das denn jetzt? Warum? Ich will gar nicht mit dir kämpfen. Ich habe keinen Bock auf den Scheiß. Du bist von vorne bis hinten nervig und unnötig. Passt. Da sind meine Runen jetzt direkt neben dem Ding und dann kann ich reisen. Muss ich mich um den Blödsinn hier nicht kümmern. Ich weiß nicht, hat jemand Spaß daran, diese roten Plagegeister zu killen? Nee, oder? Das ist doch kein Spaß. Muss ich doch hier über diese Brücke laufen? Ich check's nicht. Aber hier, die Spalten sind doch viel zu groß. Da kann ich doch nicht drüber hüpfen. Dann gehe ich jetzt nochmal dahin. Was hast du gegen NPC-Invader? Ja. Ah. Der Name sagt eigentlich schon alles aus, was ich gegen die hab. Sind Gegner wie alle anderen, ja. Nur, dass sie super nervige Angriffsmuster und Gedönse haben, so wie ich. Aber alles, das soll bei mir bleiben, gefälligst. Hey, nein, komm zurück. Es gibt Purpurtränen und Himmelstränen. Skarabäen. Besiegt sie, um die ihrem Typ entsprechenden Flaschen aufzufüllen. Ah, okay, das war jetzt unnötig. Ja, da komme ich nicht drum rum, ich finde sie trotzdem kacke. Die Roten sind doch die Besten. Das stimmt. Ey, wenn ihr Spaß daran habt, okay, von mir aus. Ich find's irgendwie nicht so geil. Das ist schon mies, dass das ab einer bestimmten Höhe nicht mehr funktioniert, ne? Irgendwelche hässlichen Sumpfknubbel hier. Ihr seid ganz schön wüst.
Schildkrötenhalsfleisch. Ha. Nee, hier auch nicht. Und ich vermute mal, dass ich nicht schwimmen kann. Yep, das ist der Beweis. Ich kann nicht schwimmen. Die geben auch den besten Loot, die Roten. Ja, ich bin ganz zufrieden mit meinem Loot, ehrlich gesagt. Boah, gehe ich jetzt doch nochmal ins Schloss? Oh Mann. Gibt's doch gar nicht. Das kann doch nicht sein, dass ich da hinten rüberkomme, weil da sind doch diese Löcher in der Mauer. Das ist so... Ach, es könnte aber halt auch sein, okay, irgendwie gibt's da was, dass ich da rüberkomme. Ha! Leute, 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 Leute. Ich glaube, mit der habe ich noch nicht geredet, mit der alten Fingerleserin. Ich gehe mal dahin. Die ist so in der Nähe von der Brücke. Vielleicht hat die irgendwie eine Info. Lumpenfleisch. Hier irgendwas? Dass ich da hochkommen könnte? Nee. Hi. Goldenen Fundament. Am Abend des Schimmersteins. Was? Your fingers, please, your fingers.
Oh, bless you. Geht zum goldenen Fundament. Durchquert Raya Lucaria am Abend des Schimmersteins. Warte mal, Raya Lucaria ist doch das neue Gebiet hier, ne? Wahrscheinlich. Ja, die sagt einfach, dass ich in die Richtung soll, aber ich will ja was anderes machen. Okay, dann eben doch nochmal durch... Sturmschleier. Also hier bin ich ja noch nicht unten gewesen. Und hier war ich auch noch nicht... Ach, guck mal, hier kann ich ja rüberhüpfen. Weit runter. So weit runter geht's doch hier gar nicht. Muss es voll den Keller geben hier in dem Schloss. Oh, warte mal. Wo ich noch nicht war. Wo ich vorhin auch einfach vorbeigerannt bin und dann zufällig auf die Bosstür gestoßen bin, ist hier geradeaus. Ihr seid gar nicht lieb. Nicht so wie der andere. Ja, dann halt nicht. Okay. Da unten, nee. Gehe ich nochmal hier links rein. Aua. Okay, hier ist ein Aufzug. Der geht runter. Ich kann jetzt nicht so weit nach oben gucken, um rauszufinden. Und hier bin ich wieder an dem... Ich glaube, das ist das von vorhin. Ob der noch eine Ebene höher gehen würde, theoretisch. Nee, sieht irgendwie nicht so aus. Nee. Von dieser Seite zu öffnen. Ach. Ja, bestens. Oh Gott. War das zu weit? Nein. Okay, hier geht's doch noch ein ganzes Stück nach unten.
Ratten. Ja, komm halt her jetzt. Runenbogen. Hier haben sie euren Müll hergeworfen. Nein, das war ein bisschen ungeschickt. Ich wollte eigentlich das hier machen. Okay. Nice. Giftblüte. Ja, dich brauche ich eigentlich, glaube ich, gar nicht. Du stellst ja nur Dings wieder her, oder? Nee. Aber der gibt mir jetzt auch noch so ein Zauberdings. Waffenfertigkeits-Slot-Gedöns. Ist das, glaube ich. Was ist denn hier noch los, ey? Okay, das sieht nach einem anderen Bossgebiet aus, seltsamerweise. Kann ich hier irgendwie... noch oben entlang? Gibt es hier oben drüber irgendwas? Irgendeine Leiter oder so, wo ich irgendwie was öffnen könnte? Nee, sieht nicht so aus. Oh mein Gott! Bist du hässlich! Lol. Warum ist jetzt hier so ein Blutfleck? Ja, lass mich jetzt nach oben klettern, bitte. Verschwind einfach wieder, was auch immer du bist. Was ist das überhaupt? Was ist das für ein gigantisches Ding? Jetzt da unten nur ein Regenwurm. Hätte es jetzt da unten noch mehr gegeben? Oh, ich weiß es nicht, aber ich habe keine Heilung mehr. Ich muss jetzt nach oben. Muss irgendwie gucken, ob ich an Heilung rankomme oder so. Jetzt bin ich wieder hier. Oh, Mann. Die habe ich schon aufgemacht, ja. Und hier ist die hässliche Spinne drin. Wie viel? 600 Runen ist jetzt auch nicht so. Auch nicht so viel. Thank you.
Ja, ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll. Wobei, einfach hier reinlaufen, auf der Höhe. Aber dann muss ich auch erstmal... Dann muss ich erstmal durchs Haupttor rein und dann rechts und dann wäre ich da. Ich war fast auf dem Weg dahin. Also ich könnte mir halt vorstellen, nee, das ist ja jetzt Quatsch, da muss ich ja jetzt das hier nicht machen, dann kann ich ja... Hallo? Der Gegner kommt hier nicht hin, lass mich jetzt auf die Karte gucken, bitte. Spiel. Danke. Das müsste ja von hier dann sein. Komm ich, dann muss ich nicht durch den Garten. Dann muss ich nicht durch die Gartenparty, dann kann ich nämlich einfach hier lang laufen. Also das ist das Einzige, was ich mir noch vorstellen kann. Das ist irgendwo hier vielleicht noch eine Ecke gibt. Mit Loot, ja, auf jeden Fall. Ach, ihr dämlichen Kackvögel. Nee. 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 Die sind so scheiße, ne? Doch vielleicht oben entlang. Ups. Ach, blöder Vogel. Ist ja gut, ey. Das ist das schlimmste Gezappel, das mir jemals untergekommen ist. In allen Souls-likes Gedönsspielen. Kann ich hier runterhüpfen? Ah. Oh, wait, hier war ich noch nicht, oder? Das sieht gut aus. Oh, das sieht gut aus. So halbwegs, jedenfalls erstmal.
Nee, da nicht. Jetzt müsste ich doch fast da sein, oder? Gott. Bringt ihr auch hier runter? Nee. Nee, tut ihr nicht. Sehr gut. Es ist nicht mehr weit. Ich muss nur darüber. Lauf! 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 Nein, ich hab gesagt, lauf! Sauf! Yes! Oh Mann, hey. Ah, finally. Eine unendliche Suche, hey. So. Jetzt gucken wir mal. Schauen wir mal, wie das hier läuft. Blitzdrachen-Talisman. Ich habe das Gefühl, ich bekomme nicht einfach so einen Blitzdrachen-Talisman an dieser Stelle. Ich habe schon mal einen von deiner Sorte erwischt. Ja, aber warum sind jetzt hier zwei von deiner Sorte? Wie unnötig ist das bitte? Nein, ich bin auf der falschen Seite. Er liegt andersrum. No! Ah, shit. Und da hinten schießt auch einer noch einer mit dem Bogen. Ja, killt euch ruhig gegenseitig, ey. Hab ich überhaupt kein Problem mit. Nicht. Er schießt ihm genau zwischen die Beine. Ach Leute, wisst ihr was, ey? Warum müssen denn drei davon aufstehen? Es reicht ja nicht, dass es ein viel zu großer Gegner ist. Nein, es müssen drei aufstehen. So, in welche Richtung fällst du jetzt? So rum. Oh, was ist das? Ja, dann nimm ich mal rüber. Oh, eine unendliche Suche.
Wie jetzt? Lol. Ich dachte, ich muss mich jetzt hier von Ding zu Ding kämpfen. Aber nö. Das ist nett. Ehrerbietung. Hüpfende Ehrerbietung. Okay, cool. Geht ein Stückchen nach oben. Hey. Kraft einer großen Rune wiederherstellen. Godriks große Rune. Nice. Boah, krass, ey, ne? Das ist schon echt eine richtig coole Welt, die hier gemacht haben. Gut. War doch jetzt nicht so schwer. Ja, absolut richtig. Boah. Leute, 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 Leute. Ah, ich bin schon wieder absolut hin und weg. Man kommt hier raus, man spawnt hier, da hinten, da ein goldener Baum, da ein goldener Baum, der große goldene Baum. Es sieht alles so schön weit aus, es regnet und dadurch hat es ein bisschen Nebel. Das letzte Mal, als ich hier war, hatte man schöne Weitsicht. Ah. Welches Gebiet? Das bei dem Turm hier. Ach so, hier noch. Ja, ja, immer mit der Ruhe. Ich wollte einfach nur noch mal gucken. Denn YouTube. Vielen Dank, dass ihr mit am Start seid und euch das hier gebt. Es gab jetzt ein bisschen Fortschritt in dieser Folge. Ich habe jetzt die ersten paar Folgen sind jetzt sehr lang, mit 2 Stunden ungefähr, plus minus. Ich vermute, dass ich dabei bleiben werde, weil ansonsten macht Elden Ring nicht so viel Sinn. Das heißt allerdings, ich werde die nächsten Wochen mehr streamen und mehr aufnehmen müssen. Gucken wir mal, wie es läuft. Danke fürs Einschalten jedenfalls auf YouTube. Und ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.